Gut, da haben wir den nächsten Vortrag über Clojure Web Applications für Beginner von Michael Witz. Er wird sich selber gleich kurz vorstellen. Ja, legen wir gleich los. Noch Fragen noch, wenn ihr Fragen habt, entweder währenddessen stellen, wenn es eine kurze Frage ist, aber lieber fürs Ende aufheben, dass wir in der Zeit sind. Genau. Ich stehe nämlich zwischen euch und dem Mittagessen, was erfahrungsgemäß immer ein etwas doofer Slot ist. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir es nicht sprengen, dass wir vielleicht dann die Ersten anbefehlen. Kurz zu mir, Michael Witz, ich arbeite für InnoQ. Wir sind so eine mittelgroße deutsche Beratung, so wie viele Leute sind wir jetzt, ich glaube so 90, über Deutschland und die Schweiz verteilt. Wir machen eben viel in Kundenprojekten, machen da Architekturberatung, machen gerne auch Softwareentwicklung beim Kunden und am liebsten aber bei uns für den Kunden. Und immer wenn wir die Gelegenheit haben, auch mal was anderes zu machen als so ein Standard-Java-Stack oder so ein Standard.NET-Stack, versuchen wir eben auch mal neue Sprachen auszuprobieren, insbesondere intern. Wir haben intern so einen ganzen Applikationszoo mit Twitter-Klonen, irgendwelchen Chat-Tools, irgendwelchen Mail-Versendern und sowas, und da spielt halt irgendwie jeder rum in unserer Infrastruktur, und da machen wir dann eben unsere Experimente. Heute geht es um Clojure. Wer kennt Clojure? Ui. so im täglichen Einsatz oder nur mal angeguckt? Täglich? Okay, gut. Der Rest hat sich nur mal angeguckt. Ich mache trotzdem nochmal eine ganz kleine Clojure-Einleitung für die, die sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben oder wirklich nur kurz drüber geflogen sind, um euch irgendwie alle abzuholen. Was ist Clojure? Clojure ist eine Lisp-Variante auf der JVM. Das heißt, man hat sich die JVM als Basis genommen, weil die ja schon eine Menge an Funktionen und Dingen implementiert und profitiert gleichzeitig noch von dem ganzen Ökosystem, was man auf der JVM hat. Das heißt, man kann aus Clojure auf beliebigen Java-Codes zugreifen, und das sieht noch nicht mal unelegant und irgendwie verquirkt aus, sondern es bettet sich relativ gut in die Sprache ein. Also man sieht noch, dass das jetzt nicht mehr Clojure ist, womit man da arbeitet, sondern dann eine Java-Library, aber es ist nicht so schlimm. Zudem gibt es für so ganz normale Libraries, wie irgendwas wie Jodatime oder sowas, ist in der Regel dann gekapselt über so einen kleinen Clojure-Wrapper, damit es eben nicht mehr künstlich aussieht. Und die Lisp-Variante führt eben dazu, dass wir gleich eine Menge Klammern sehen. Von denen sollte man sich aber nicht abschrecken lassen, weil so schlimm ist das gar nicht. Es sieht nur im ersten Moment etwas ungewöhnlich aus. Aber sobald man das einmal gemeistert hat, eine gute Idee oder einen guten Editor hat, funktioniert das. Clojure ist eine funktionale Sprache, das heißt, in der Regel versuchen wir seitenfreie Funktionen, Pure Functions zu schreiben. Clojure erlaubt es aber auch, deswegen ist es auch eher so eine praktische Lisp-Variante, durchaus Seiteneffekte zu produzieren, weil man gesagt hat, es ist ja schön, wenn wir gar keine Seiteneffekte hätten, aber wir kommen leider nicht drum rum, sondern in einer richtigen Anwendung hat man immer irgendwo einen Seiteneffekt, sei es nur irgendwo eine Datenbank, in die man schreibt oder liest. Clojure ist dynamisch typisiert, das heißt, es entfällt im Prinzip der Compiler. Das Einzige, was man machen muss, ist, man muss die Klasse, die Main enthält, die muss einmal wirklich kompiliert werden, weil die JVM die ja zum Starten am Anfang einmal braucht, und der Rest wird dann aber erst zur Laufzeit interpretiert. Man kann aber auch Typekinds geben, was insbesondere ganz praktisch ist, wenn man eben mit Java Libraries. Also sagt man zwar, ich erwarte hier ein X, und dann kann man ihm noch so ein Hint geben, ich erwarte aber, dass es ein String ist. Es wird aber auch nicht, also man kann das prüfen lassen dann mit so Lint-Tools, ist aber nicht so richtig stark enforced. Und was an Makro, was an Clojure dann noch besonders ist, es gibt ein relativ ausgeprägtes Makrosystem. Das hat natürlich dann, oder würde dem Entwickler natürlich auch eine Verantwortung auf. Also man muss mit Makros spärlich umgehen, und so als normaler Entwickler in so einer Anwendung braucht man Makros zum Glück auch nicht so viele und auch nicht so oft, sondern häufiger ist es eher, um in Libraries so eine Art DSL zu implementieren. Da sehen wir gleich aber auch noch ein paar Beispiele für. Genau, kurze Clojure-Einführung zu den Datenstrukturen. Clojure kennt Zahlen. Zahlen als ganzzeilige Zahlen, als Floats oder als Brüche. Also Brüche werden dann tatsächlich auch als Datentyp abgebildet, sondern er macht jetzt nicht intern da 1,5 draus, sondern er rechnet wirklich mit 3,5 weiter.
wir haben normale Strings, Characters, Regexed als speziellen Datentyp. Wir haben Konstanten, Variablen. Wir haben Keywords. Wir haben Listen. Wie man schon an der dynamischen Aktivisierung, die Liste enthält halt verschiedene Datentypen, keinerlei Probleme. Wir haben Vektoren. Vektoren sind im Grunde genau dasselbe wie Listen, nur das Append funktioniert anders. Das heißt, bei einer Liste, wenn man da etwas appendet, geht es an den, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube an den Anfang, und bei Vektoren geht es ans Ende oder andersrum. Und wir haben zusätzlich noch Sets. Und nicht zu vergessen, Maps. Und damit haben wir eigentlich alle Datenstruktur, die einem Clojure anbietet. Und als nächstes kommt dann bei so einer Programmiersprache-Einführung immer die Syntax, und die haben wir gerade schon gesehen. Also das ist dieses ganze... jetzt hätte es auch nicht animieren sollen. Also die Datentypen sind gleichzeitig die komplette Syntax eines Clojure-Programms. Das heißt, man kommt mit all dem, was wir da sehen, aus. Genau. Wenn man sich jetzt überlegt, wie sehen Funktionen aus, dann habe ich jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das sind drei Funktionen. Im Grunde ist eine Funktion nur eine Liste. Und das erste Element der Liste, das wird halt als Funktionsname interpretiert. Und alles, was dahinter kommt, sind die Argumente. Das heißt, Plus ist eine Funktion, die in Clojure definiert ist irgendwo. Und wenn man die halt aufrufen will, dann mache ich einfach eine Liste und dann steht Plus 1, 2 und es kommt dann halt 3 raus. Das macht so ein Plus zum Beispiel ziemlich elegant. Ich kann jetzt, also Plus nimmt beliebig viele Zahlen halt hintereinander und addiert die alle zusammen. Und das findet man halt ganz häufig. Bei größer, kleiner sieht das zum Beispiel dann auch so aus. Also kann man hinschreiben, größer, kleiner 1, x, 3 und dann nimmt er alles, was zwischen 1 und 3 ist. Das ist in der Tat sehr gewöhnungsbedürftig und da komme ich auch noch kognitiv durcheinander, wenn ich das sehe. Aber wenn man daran sich gewöhnt, wird es besser und ist irgendwie ausdrucksstärker als dieses if x kleiner 3 oder und x, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Alternativ für so ein, gibt es dann schon mal ab und zu einen Spezialfall, zum Beispiel um in der Map einen Key nachzugucken, kann man anstelle von einem ganz normalen Symbol, kann man ein Keyword benutzen. Das guckt halt dann in der Map dieses Keyword nach. Das heißt in dem Fall ist City. Wenn ich jetzt in der Map einen String als Key genommen hätte, dann darf ich allerdings nicht hier den Key schreiben, sondern dann gibt es eine Funktion get. Das heißt, das ist wieder ein Spezialfall für Keywords in Maps. In der Regel, da man aber ja weiß, was man in so eine Map reintut und da die Map so die Hauptdatenstruktur von Clojure ist, sieht man fast immer Keywords, Symbole als Keys in der Map. Und das dritte, was dann halt geht, ist, man kann in Clojure auch Funktionen als Argumente übergeben. Das heißt, wenn man, ich hoffe, das kann auch wieder sehen, das ist ziemlich weit unten drin. Nein. Ich habe eine Funktion map, die bekommt als erstes Argument eine andere Funktion und danach den Vektor, die Liste, und wendet dann halt auf jedem dieser Elemente die Funktion an. Also klassische Clojures. Ja? In dem Fall bei Haskell könnte man dann durch Turing das Ink einfach mit plus 1 oder sowas ersetzen. Kommt das in Clojure auch noch? Durch plus 1 ja. Nicht. Du meinst durch einfach nur plus als Zeichen? Ja, wieso durch plus 1 durch das Turing? Gibt sowas nicht jetzt auch in Clojure? Du willst aber schon, dass jedes Element um 1 erhöht wird, oder willst du, dass am Schluss die Summe rauskommt? Ja, das ist auf eine Oder-Frage kompliziert für mich. Ja, dann gibt es auch so etwas wie Partial hinaus. Ja, Partial, also Partial gibt es auch. Du kannst auch Partial aufrufen und dann schon einen Default-Wert mit übergeben. Genau. Du könntest, anstatt in, könntest du hier auch hinschreiben, Partial plus 1. Und dann würde er, genau. Oder du könntest auch einfach eine eigene Funktion definieren, die plus 1 als Rumpf hat. Und Partial ist dann wieder nur so eine kürzere Form dafür. Ja, nee. Achso, nee, das kann er nicht. Er würde dann diese Liste plus 1 ausführen. Genau, jetzt haben wir so ein paar Funktionen, die drin sind, gesehen. Wir wollen aber vielleicht auch eigene schreiben und dafür gibt es halt wieder eine Funktion, fn,
Die bekommt dann als erstes einen Vektor, der entspricht sozusagen den Argumenten, die Funktion irgendwann mal bekommt. Und dann kommt der Rumpf der Funktion, der Body der Funktion. Das hilft uns jetzt nichts, die ist ja nur anonym, die können wir nie wieder irgendwie aufrufen, weil das ist sozusagen, also die Funktion, die daraus entsteht, ist der Rückgabewert davon. Deswegen müsste man die jetzt irgendeiner Variable zuweisen, um die dann später nochmal über add aufrufen zu können. Und da das jetzt ziemlich aufgebläht aussieht, gibt es dann halt als Spezialfall noch defn, die genau das hier macht, nur mit ein bisschen weniger Klammern. Und das ist dann eben auch, also das hier ist der verbreitete Fall, den man sieht fürs Definieren. Den sieht man eigentlich nie und den sieht man allerhöchstens, wenn man zum Beispiel so ein Map oder ein Reduce hat, um da eine Funktion zu machen. Da gibt es dann allerdings nochmal eine Syntax, die das noch ein bisschen kürzer macht. Aber ich will auch mich selbst und euch nicht überfordern. Das sei jetzt mal als Einführung zu Clojure gesagt. Wenn man eben hier noch ein bisschen weiter gucken möchte, Clojure.orgs, die Seite der Sprache, die haben die zuletzt neu designt. Da gibt es eine unwahrscheinlich große Menge an Links zu weiterem Einstiegsmaterial, erweitertem Material. Es gab zuletzt so eine State of Clojure-Umfrage, wo man sich angucken kann, wo wird denn Clojure aktuell eingesetzt, wie ist der Status. Ich glaube, da sind auch Frameworks drin, die besonders verbreitet sind. Dann gibt es von Jux so ein ähnliches, die haben so ein Sortworks-Radar für Clojure gemacht, wo man mal gucken kann, was so in der Clojure-Welt abgeht. Und wenn man eine Library sucht, dann kann man die Clojure Toolbox benutzen. Das ist so ähnlich wie die Ruby Toolbox, falls die jemand kennt. Da gibt man irgendwie sowas ein wie Web Development und dann gibt da eine Liste aller Libraries, die ihr denkt, die für Web Development brauchbar sein. Genau, kommen wir zum zweiten Teil, den Web-Applikationen. So klassischerweise ist eine Web-Applikation, nimmt einen HTTP-Request entgegen, macht damit irgendwas und gibt was eine Response zurück. Wenn man jetzt in so einer funktionalen Welt ist, dann könnte man ja auch einfach sagen, naja, die App ist eine Funktion, die einen Request bekommt und eine Response aussendet. HTTP ist stateless, Clojure ist funktional, will also auch keine Seiteneffekte haben, ist auch so ein bisschen stateless, passt doch super. Und wie kann man sich das dann vorstellen? Naja, im Grunde brauche ich ja nur irgendeine Funktion definieren, die einen Request bekommt und die dann Response zurückgibt. Da man in Clojure in der Regel eben keine eigene Klassen schreibt, wie man das so in Java machen würde, reicht man mir halt lustig Maps durch die Gegend. Das heißt, ich finde das eigentlich ziemlich logisch, dass eine Web-Applikation nur so etwas sein muss. Klar, da muss noch ein bisschen was drum rum und da kümmern wir uns jetzt drum. Vielleicht sollte ich jetzt noch erwähnen, dass in der Clojure-Welt es gibt Frameworks, aber es ist nicht so der bevorzugte Weg. Sondern es gibt für alles halt Libraries und ich als Anwendungsentwickler muss mich dann einmal entscheiden und die Dinger zusammenstöpseln. Das führt dann teilweise so weit, dass ich bin mal für Security durchgegangen, dass es irgendwann eine Library gab, die bestand aus einer Funktion und die war nur ein Spring-Vergleich so zu machen, dass es immer gleich lang dauert, um so Timing-Attacken zu verhindern. Das ist halt eine eigene Library, kann man wieder benutzen. Das ist so der Spirit in der Clojure-Community. Man schreibt also sehr viele Libraries, die teilweise nur ganz wenig tun, sehr spezialisiert. Und ich schlage euch jetzt drei Libraries vor, mit die man gut ergänzen kann und wo man dann Web-Applikationen mitschreiben kann. Ich habe aber auch Links auf Dinge, die dasselbe tun, nur ein bisschen anders als Ersatz für die Teile, wenn man selber machen möchte. Das erste ist Ring. Selbe Bild wie eben, Request kommt rein, Response geht raus. Was macht Ring? Ring sitzt genau hier vorne und macht eben aus so einem HTTP-Request eine Map und macht am Schluss aus einer Map wieder eine HTTP-Response. Dafür gibt es im Grunde, also Ring besteht aus 5 Konzepten. Das erste ist ein Handler. Das heißt, ich habe intern eine Schnittstelle, wo ich einen Handler registriere, der eben diese Request-Map bekommt und eine Response-Map wieder hinten raus ändert. Das ist dasselbe Beispiel wie eben. Das zweite ist Middleware. Middleware kriegt so einen Händler gegeben und gibt am Schluss einen neuen Händler zurück, aber kann sich darum rumlegen, sodass sozusagen, wenn ein Request reinkommt, der erst von der Middleware verändert werden kann, dann geht er in den Händler rein und dann kriegt man die Response vom Händler, die kann man nochmal wieder ändern und wieder rausgeben. In dem Falle, jetzt sind hier noch so ein paar Spezialitäten drin,
also ich gebe eine Funktion zurück, die wieder den Request bekommt, weil ich muss ja die gleiche Funktion wie so ein Händler zurückgeben. Ich printe einfach den Request aus, dann rufe ich den eigentlichen Händler wirklich auf, merke mir die Response als Variable, printe die Response aus und gebe am Schluss die Response wieder zurück. Sieht so aus, als könnte ich mir noch folgen. Jetzt war das natürlich ziemlich einfache Middleware, wenn man mal gucken möchte, es gibt Ring Defaults und Ring JSON so als verbreitete. Was hab ich? Genau. Was da halt zum Beispiel drin ist, ist, dass man, wenn man, also es gibt dann da verschiedene Middleware in der Ring Defaults, um sich mal vorzustellen, was da so gibt. Zum Beispiel, wenn ein Request reinkommt, der auf .html ändert, es gibt halt eine Middleware, die nimmt sich diese Extension des Requests und wenn man den Content-Type für die Antwort nicht setzt, dann setzt der die anhand so einen MIME-Type-Snippings. Oder es gibt eine Middleware, die wertet die Caching-Header von HTTP aus. Das heißt, wenn es ein Not-Modify, also wenn ich ein E-Tag setze, also ich kennt das Konzept jeder? Dann muss ich das kurz erläutern. Wer kennt es nicht? Okay, dann mache ich es kurz, auch wenn er alleine ist. Wenn man so eine HTTP-Response setzen kann, dann kann man Header mitschicken, die dem Client helfen, die Werte zu cachen oder also die dem Caching-Hinweis geben. Im einfachsten Fall könntest du ihm zum Beispiel einfach die Char-Summe des Contents mitschicken. Und beim nächsten Mal, wenn der Client wieder abfragt, dann sagt er dir, ich will nur eine neue Response bekommen, wenn sich der Inhalt geändert hat und gibt wieder diesen Hash mit. Und der Server kann ihn sozusagen ja auswerten und sagt dir dann entweder not modified, dann weiß der Client, er kann den gecachten Wert nehmen, oder er gibt eine neue Antwort zurück. Und diese Middleware macht eigentlich nichts anderes, als genau das zu tun. Also wenn der Client am Anfang mal mitgeschickt hat, ich will nur was Neues bekommen, wenn der Wert sich geändert hat, dann delegiert er nach hinten, man berechnet serverseitig leider doch alles, was das Caching jetzt, also der Application-Server cached hat nicht, sondern er verarbeitet trotzdem jeden Request. Und er schickt aber dann, wenn er aus der Antwort extrahieren kann, hat sich nicht geändert, nur noch modified. Das heißt, man spart sich in dem Fall halt nur den Netzwerk-Traffic ein. Genau, dann gibt es Middleware, um von HTTP auf HTTPS umzuleiten oder irgendwie sowas wie ein Flashscope oder eine Session, das wird halt alles über Middleware abgebildet. Und dieses Ring Defaults hat sich, ich weiß nicht, 15, 16 Middlewares genommen und dann konfiguriert man die einmal und sagt, ich will Flashscope ja, ich will HTTPS umleiten ja, ich will Caching nein und der wrappt das dann so ineinander. Das nächste Konzept sind Adapter, also Ring selber implementiert nicht das Parsen eines HTTP-Requests, sondern baut eben auf dem auf, was es schon gibt. Und in dem Speziellen muss man halt Adapter schreiben. Und es gibt dann halt verschiedenste Adapter. Also es gibt einen Jetty-Adapter, es gibt für Servlet-API einen Adapter, sodass man das in jeden Java-Application-Server schmeißen kann. HTTP-Kit ist tatsächlich dann eine Clojure-Implementierung, für die es auch einen Adapter gibt. Man kann aber auch den Tomcat nehmen und theoretisch jeden anderen Application-Server, JBoss, Glassfish, wenn die so ein internes API-Build bieten, was halt einen Vorteil gegenüber der Servlet-API in der Regel liefert, macht man das. Die Liste ist eben deutlich länger. Dann gibt es so ein Manifest von Ring oder eine Spezifikation von Ring und da steht halt drin, wie ein Request auszusehen hat. Das heißt, es gibt ein paar verpflichtende Felder, es gibt ein paar optionale Felder, mittlerweile gibt es sogar schon ein paar deprecated Felder, die man nicht mehr benutzen sollte. Und was man halt zumindest schon mal braucht, ist sowas wie die URI, also wo der Request reingekommen ist. Dann splittet er diesen Pfad in Query Strings direkt auf. Dann will man wissen, ob es ein Get, ein Post, ein Put, Delete und so weiter ist. Und dann gibt es halt Headers und das sind so die requireden Felder, die man setzen muss. Und dann kann halt so ein HTTP-Request zum Beispiel noch ein Body beinhalten, der wäre dann halt auch dann getrackt. Genau dasselbe ist dann wieder vorausdefiniert, also so eine Response muss beinhalten einen Status, kann Headers enthalten und kann einen Body enthalten. Das heißt, das, was man in so einem Java-Framework klassischerweise als Datenobjekt hält, ist halt hier als Map und deswegen auch nur spezifiziert und man kann halt nichts implementieren, sondern man muss sich selber dran halten und wenn man sich nicht dran hält,
ist halt unspezifiziert, was passiert. Das heißt, wenn man sich Ring jetzt mal so im Gesamten anguckt, dann kommt hier so ein HTTP-Request rein, wird vom Adapter in diese Spezifikations-Request-Map umgesetzt, dann durchläuft man halt ein bis n Middlewares, kommt in den Händler rein, der macht dann die eigentliche Anwendungslogik, transformiert in HTML oder in JSON oder was auch immer, und dann geht es durch alle Middlewares wieder zurück. Genau, man muss sich halt an diese Response Map halten und der Adapter übersetzt das dann halt in das passende Ding, was der Adapter braucht, um es dann als HTTP-Response für den Socket zurückzuschicken. Genau. Jetzt habt ihr gesehen, es gibt nur genau einen Händler, was ein bisschen blöd ist, wenn man auf verschiedene Pfade verschieden antworten möchte. Weil in der Regel hat man ja mal mindestens zwei oder drei Ressourcen und nicht nur eine. Das wäre schon ziemlich klein. Und das macht Ring halt gar nicht, da sagt Ring halt nichts. Also es gibt nur eine Schnittstelle, wo ich alle Requests reinbekomme. Und deswegen braucht man als nächstes so eine Routing-Library. Und ich stelle in dem Fall Composure vor. Genau, das Bild von eben. Und da ich schon gesagt habe, Routing-Library liegt die halt hinter Ring. Das heißt, die Library verlässt sich auf die Spezifikation von Ring. Und das ist ganz gut im Clojure-Universum. Man denkt immer so Libraries und jeder macht dann sein eigenes. Und es gibt auch Ökosysteme wie Ruby oder JSON oder JavaScript heutzutage, wo ja alles zigmal implementiert wird. Das ist in Clojure auch so, aber die haben es tatsächlich nicht geschafft, sich auf diese Ring-Spezifikation zu verlassen. Das heißt, alles, was irgendwie mit Web-Applikationen zu tun hat, implementiert diese Ring-Spezifikation. Oder zumindest alles, was verbreitet ist. Das ist ganz schick, weil man jetzt tatsächlich diese Routing-Library, das ist wirklich nur ein Beispiel und es gibt mittlerweile 20, 30 Stück davon. Aber die funktionieren alle mit Ring. Genau. Composure hat, da definiert man halt auch Händler, beziehungsweise Composure hat einen Händler, der dann irgendwie an Dinge, die man ihm gibt, weiterroutet. Und das Ganze wird halt in so einer Art DSL spezifiziert, wobei die DSL halt gültiger Clojure-Code. Das liest sich aber schon ein bisschen anders. Und zwar definiere ich halt hier mit get, dass ich auf get-Requests hören möchte, die auf dem Pfad hello ankommen. Dann kommt ein Vektor, da kann man den Request zum Beispiel reinstecken, wenn man den braucht, oder Parse-Parameter reinstecken, wenn man die braucht. Da komme ich auch nochmal zu. Und hier hinten sagt man dann, kommt entweder eine Funktion rein, die man aufruft, oder halt den, das, was man zurückgeben möchte. In dem Fall geben wir jetzt hier einfach nur ein String zurück. Das ist der simpleste Fall. Und diesen Händler kann ich dann zum Beispiel auch in Unit-Tests einfach mit so einer Map aufrufen, um zu testen, was passiert. Solange die natürlich seiteneffektfrei ist und nicht noch irgend sowas. Und wenn ich die halt so aufrufe, dann kriege ich einfach hier so ein Body-Ding zurück. Wenn ich die jetzt mit einem anderen in einer anderen Methode zum Beispiel aufrufe, dann hat die halt hier kein passendes Routing gefunden, weil ich ja gesagt habe, ich reagiere nur auf GetRequests, dann kriege ich halt nil das Null von Clojure zurück. Und damit man eben hier die Händler so elegant definieren kann, kommen wir jetzt nicht drum herum, einen Mini-Exkurs in Clojure-Makros zu machen. Und zwar besteht so ein Clojure-Programm erstmal ja nur aus Text. In dem Fall ist es so eine Case-Verschachtelung, weil die ganz gut zu demonstrieren ist. Das, was ich gleich hinschreibe, ist nicht ganz genau so, wie es implementiert ist, weil das wiederum ein super Sonderfall ist, aber es könnte auch so implementiert sein und wäre dann schön zum Zeigen. Über den Text läuft so ein sogenannter Reader drüber und dann kriege ich halt Datenstrukturen zurück. In dem Falle einfach wieder Clojure-Listen. Das heißt, das, was ich in Clojure schreibe, ist auch, also sind nur Clojure-Datenstrukturen. Diese Datenstrukturen werden dann nochmal evaluiert. Und in dem Falle ist Case ein Makro und wird wieder in Datenstrukturen übersetzt. Und in dem Falle könnte die Datenstruktur, die aus diesem Makro rauskommt, so aussehen. Das heißt, wenn 3 1 ist, dann gebe 1 zurück. Ansonsten, wenn 3 2 ist, gibt 2 zurück. Ansonsten gibt 0 zurück. Das heißt, eigentlich müsste ich den Code schreiben, aber wenn einer sich mal die Mühe macht und so ein Case-Makro macht, dann komme ich so aus. Sieht schon ein bisschen eleganter aus, hat weniger Schachteltiefe, hat nur 2 Klammern, hat mehr Klammern.
Also das ist das Prinzip in den Clojure-Makros. Das heißt, ich schreibe die, die werden angewandt und eigentlich ist es wirklich nur so eine Transformation von einer Clojure-Datenstruktur in eine andere. Ich hatte gehofft, dass das tatsächlich so aussähe und habe es mir dann angeguckt. Also es gibt auch Funktionen, da kann man dann sagen, zeig mir mal an, wie dieses Makro aussieht, wenn ich das expanded habe. Und in dem Fall haben sie irgendwie dann eine Java-Funktion, die sie einfach aufrufen, einfach weil es schneller ist. Also an der Stelle ist das, was schön ist, durch eine Performance-Optimierung leider versteckt worden. Aber zurück zu Composure. Das heißt, das ist ein Makro und wenn man sich mal anguckt, was es ist, dann gibt das eigentlich nur so eine Händlerfunktion zurück, die einen Request bekommt und dann prüft die halt, wenn die URI vom Request Hello ist und die Request-Method von dem Request Get ist, dann gebe ich das hier zurück. Das heißt, die tut schon eine ganze Menge. Auch das habe ich jetzt nicht überprüft. Also es sieht auch nicht genauso aus, weil wir kommen auf der nächsten Seite dazu, wenn ich so Parse-Parameter habe, dann kann ich natürlich hier nicht mehr mit gleich überprüfen. Das geht nicht. Das heißt, hier steht nicht gleich, sondern if match und irgendwo gibt es so eine Match-Logik, die das Ganze macht. Genau. Clojure hat so Parse-Parameter, das heißt, ich kann hier Doppelpunkt irgendeine Variablename hinschreiben und Composure sorgt dann dafür, dass das hier an die passende Variable gebunden wird, die ich letztendlich bekomme. Und dann könnte ich jetzt hier einfach einen konkatenierten String zurückbekommen, der Hello Name zurückgibt. Genau, mit einer Route komme ich in der Regel auch nicht aus, das heißt, es gibt dann nochmal so ein Makro Routes, wo ich einfach mehrere Routen reinstecken kann und er generiert dann da letztendlich einen Händler draus, indem er halt jede dieser Funktionen, die hier generiert wurden, durchprobiert und die erste findet und die erste, die funktioniert, die nicht nil zurückliefert, die nimmt er dann und returns sie wirklich zum Schluss. Und wenn halt alle nil returnen, das heißt keine Route hat gematcht, dann gibt er halt ein 404 zurück, before und not found. Und da man das eben auch nochmal ein bisschen schöner schreiben kann, gibt es dann auch nochmal ein DevRoutes-Makro, was eigentlich nur noch das hier oben zusammenfasst. Also man sieht schon ganz schön, dass man mit Makros halt schon sehr kompakten und sehr lesbaren Code hinbekommt, man darf es aber natürlich auch wieder nicht übertreiben. Insbesondere, wenn man das her mal debuggen möchte, ist das halt je nach Makro-Tiefe ein bisschen kompliziert. Genau, ich habe schon gesagt, es gibt Alternativen. Zwei sind jetzt hier aufgeführt. BD zum Beispiel. BD hat die Besonderheit, die machen einmal dieses Routing von einem HTTP-Request auf eine Funktion und die machen auch noch ein Rückwärts-Routing. Das heißt, ich kann, wenn ich irgendwo einen Link generieren möchte, dann sage ich, ich möchte gerne einen Link zu der Funktion haben und ich muss aber nicht hardcodiert die URI-Pfade da reinsetzen. Was eben ganz praktisch ist, wenn man vorne das Routing mal ändert, dann ändern sich alle Links gleichzeitig mit. Und Liberator ist so ein ganz anderes Konzept. Die bilden die HTTP-State-Machine 1:1 auf und dann wird halt, gibt es 1 Million Callbacks, die aufgerufen werden. Das ist ein ganz interessantes Konzept, kann man sich auch mal anschauen, ist sehr interessant. Dritte Library, die jetzt kommt, ist Hiccup. Und Hiccup bildet sich in das Bild hier an den Schluss an, nämlich Hiccup ist eine Library, um HTML in Clojure zu schreiben. Und das sieht dann so aus. Das heißt, ich definiere einfach Vektoren, kann mit den Symbolen meine Tags abbilden. Als erstes Argument gibt es dann eine optionale Map, über die ich Attribute spezifizieren kann. Und hinter der Map kommen dann halt die Kinderelemente. Das heißt, hieraus entsteht das. Was Hiccup dann auch noch macht, sind wieder so ein paar Abkürzungen. Ich kann zum Beispiel auch das hier schreiben. Also ich kann mit so CSS-Selektoren Klassen und IDs vergeben. Dann spare ich mir diese immer gleiche Map, die ganz häufig aussieht. Dann bietet es halt so ein paar Helper-Methoden ab. Zum Beispiel will man so ein Link-To, da will man nicht immer Doppelpunkt A, Map auf, Doppelpunkt Ref gleich und so weiter schreiben. Da gibt es dann sowas wie Link-To. Genau, das löst im Grunde das hier auf, was dann wieder erwartungsgemäß dazu führt. Dann gibt es noch eine Menge Helfer für Formulare, weil Formulare begegnen einem ja auch ständig. Das heißt, hier mit Form2 geht es ein Form-Element auf, ich spezifiziere, welche Methode ich haben möchte, wohin das gepostet wird.
Und dann gibt es hier sowas wie Textfelder, ein Passwortfield, ein Submit-Button und noch eine Menge. Ist, wenn man akzeptieren möchte, dass man HTML in Clojure schreibt, was zum Beispiel schwer ist, wenn man mit einer Agentur arbeitet, weil die liefert einem in der Regel HTML, das will man vielleicht nicht nach Clojure übersetzen. Das ist eine super Library, die auch weitestgehend funktioniert. Gibt so ein, zwei Bugs. Einen habe ich zum Beispiel gefunden, wenn man hier oben Delete oder Put als Methoden benutzen wollen, dann machen die das mit so einem Hidden Field innerhalb des Formulares und dem geben sie leider eine ID Method. Und wenn man mehrere von den Formularen auf einer Seite hat, dann hat man 50 Mal dieselbe ID und ich bin aber noch dabei, den Pull-Request irgendwie durchzukommen. Noch weigert das sich. Genau, dann gibt es auch hierfür wieder ein paar Alternativen, zum Beispiel Clabango und Selma, die benutzen die Templates für Django, das ist so ein Python-Rails-mäßiger Stack. Die haben irgendwie eine eigene Template-Sprache und die kann man benutzen. TimeLeaf benutzt, Clojure TimeLeaf benutzt TimeLeaf, das ist so eine reine HTML-Template-Library, die im Spring-Framework mittlerweile so ein bisschen gepusht wird. Da schreibt man halt wirklich richtiges HTML. Und NLive, da schreibt man wirklich HTML und dann beschreibt man im Clojure-Code über CSS-Selektoren, wie man das HTML ändern möchte. So ein bisschen wie XLT mit CSS-Selektoren auf HTML. Ist gewöhnungsbedürftig, aber vielleicht gibt es auch jemanden, der sowas gerne machen möchte. Es gibt auch irgend sowas für als CSS, Post-CSS macht das, glaube ich, macht das so ähnlich, falls das jemand kennt. Genau, wir sind fast durch. Fazit. Ich finde eigentlich, dass eine funktionale Sprache ideal ist, um Web-Applikationen zu schreiben, weil Request kommt rein, Response geht raus. Natürlich nur der Einfachfall, ein bisschen State haben wir noch und dann wird es auch ein bisschen komplizierter. Aber es passt. Wenn man sich mal diesen Survey anguckt, der leider vor allen Dingen der US-Markt ist, dann nimmt die Verbreitung von Clojure durchaus zu. Also man trifft es schon mal hier und da auch in der Realität an. Es gibt auch in Deutschland ein paar Firmen, die es einsetzen. Das Mantra ist halt, Libraries anstelle von Frameworks zu benutzen. Das heißt, wir als Anwendungsentwickler müssen uns dann häufig einen Weg suchen, wie wir das passend zusammenstecken und müssen halt auch gucken, dass es zusammenpasst. Und die Community ist relativ gesund und groß. Oft, die haben so eine Mailingliste bei Google, ich weiß gar nicht, was das ist, Google Mailinglisten-Dienst. Da kommen schon so 20, 30, 40 Nachrichten am Tag. Also es gibt Leute, die das machen. In Amerika gibt es auch irgendwie Walmart, benutzt das für ziemlich viel. Also es ist durchaus auch Know-how dabei. Und man kriegt auch immer Hilfe, wenn man welche braucht. Und genau, jetzt habe ich nochmal ein paar andere interessante Libraries aufgelistet. Um Lining kommt man zum Beispiel nicht drum rum, wenn man irgendwie guckt, wie mache ich Clojure. Das erste ist ja Lining. Lining ist das Maven von Clojure. Das heißt, im Grunde schreibt man so einen Deskriptor für sein Projekt und das schreibt man halt in Clojure natürlich. Und Lining macht dann sowas wie Dependencies runterladen, nachher ein Jar draus bauen oder ein Rohr. Inklusive Plugins und so weiter. Das ist eigentlich so der Standardweg. Gibt auch noch ein zweites Tool dafür. Dann gibt es Environ, das abstrahiert über Environment-Variablen, wenn man so in Richtung Perfecta-Apps geht und die ganze Konfiguration aus der Systemumgebung liest. Route One macht genau so ein Reverse-Routing, was man dann wieder in Composure mit reinhängen kann. Das heißt, wenn man nicht Biggie benutzen möchte und man braucht trotzdem Reverse-Routing, kann man auch Composure mit Route One verheiraten. JSQL ist eine SQL-Library, wo ausnahmsweise mal nicht eine interne DSL innerhalb von Clojure benutzt wird, um SQL zu schreiben, sondern man schreibt wirklich plain SQL in Files und er bietet einem dann hübsche Makros an, um sozusagen, also eben, um vernünftige, er generiert aus einem SQL-File eine Methode im Grunde in Clojure, wo man nur noch die Methode aufrufen muss im Clojure-Code und hinten dran hinterlegt man einfach plain SQL-Files. Das ist ganz nett, wenn man zum Beispiel auch einen DBA hat, weil der schreibt halt auch keinen Clojure-Code, sondern der schreibt SQL. Dann legt man das File irgendwo ab und hat aber im Programm einen bequemen Weg, da direkt drauf zuzugreifen, ohne dass man es selber embedden muss. Und Clojure-Time ist ein Wrapper und Joda-Time, den braucht man eigentlich auch ganz häufig. Ein paar Frameworks gibt es dann doch, zum Beispiel Duct. Und Duct geht eben genau hin und baut diesen Stack, wie ich ihn habe, ein bisschen vor. Also der hat eine Meinung und verheiratet dann halt Ring mit Composure und noch so ein paar Libraries in ein Framework zusammen, wo man eben sich um das Zusammenstecken nicht mehr selber kümmern muss, sondern muss halt seinen Konventionen folgen und kriegt dafür diesen Zusammensteckaufwand abgenommen. Luminous Web macht dasselbe,
Dann gibt es hier im deutschen Raum von Otto. Also Otto benutzt intern Clojure für den Online-Shop tatsächlich an Stellen. Die haben sich auch so Gedanken dazu gemacht und haben das Tesla Microservice genannt. Das ist auch so ein Template, wo man dann eben eine komplette Web-Applikation nur noch an den passenden Stellen reinhängen muss. Und ich glaube, am Freitag über meinen Schirm ist dann noch Composure API gegangen. Das ist halt auch so ein Opinionated Stack, der sich darauf spezialisiert hat, wenn man eine JSON-API schreiben möchte, dafür halt Vorgaben zu machen. Genau, neben den Folien, die auf der Konferenzseite sind, werde ich dafür sorgen, dass die gleich auch hier irgendwo landen. Das heißt, man kann sich die auch da holen oder von der Konferenz, das ist mir gleich. Ich bin durch, danke fürs Zuhören. Wenn noch Fragen, dann gerne. Vielen Dank für den Vortrag. Wer hat eine Frage? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ansonsten, ich bin noch ein bisschen hier, noch übers Mittagessen und noch eine halbe Stunde danach oder sowas, weil ich einen Zug sonst nehmen muss, gerne ansprechen oder Twitter, E-Mail-Adresse, ihr mögt. Ich habe gleich noch eine Frage zu Clojure. Und zwar kann man da sowas wie Reflection machen, also dass man mal gucken kann. Jetzt habe ich den Argument, wie sieht es aus? Zum Beispiel vorher, ist es eine Zahl, ist es sowas geht. Also du kannst, es gibt irgendwie so ein Type-Off, also ich weiß nicht 100% wie es ist, aber du kannst es machen. Zum Beispiel für das Hiccup, das muss das zum Beispiel tun. Ja, genau. Weil wenn das erste Argument eine Map ist, reagiert er anders, als wenn das erste ein Vektor ist. Da prüft er also den Datentypen schon irgendwie. Also es geht. Was mich noch interessiert hätte, wäre die Anbindung an eine Datenbank. Also jede größere Web-Applikation hat irgendwie einen Data Store, also meistens eben eine Datenbank. Das habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Was gibt es dafür? Das war einmal dieses YesQL. Genau. Okay, da hat man schon irgendwie das SQL vorbereitet. Gibt es da irgendwas Clojure-mäßigeres? Ja, ich weiß den Namen jetzt nicht, aber du kannst dann theoretisch, ähnlich wie bei Hiccup, auch sowas mit Doppelpunkt Select, also dann schreibst du halt eine Clojure-Datenstruktur hin. Also das gibt es auch. Ist relativ weit verbreitet. Ne? Nochmal? Korma ist, glaube ich, relativ weit verbreitet. Ja, das kann sonst eben in diese Clojure-Toolbox gucken, wenn du da SQL eingibst oder Database, der listet dir ein paar auf und dann muss man das halt evaluieren. Bei uns intern ist so ein bisschen die Meinung, diese ganzen Clojure-internen DSLs sind zwar hübsch und nett, aber man will vielleicht auch nicht alles da drin machen, weil insbesondere wenn du das irgendwie trennst, das macht halt ein Datenbankadministrator, du willst vielleicht nicht jedes Mal das Template wieder übersetzen, ähnlich wie mit dem HTML-Template. Aber da muss man halt gucken, was einem am besten gefällt und was am besten passt. Gut. Ich habe vielleicht noch eine Frage, und zwar jetzt also eine Frage an Clojure, und zwar, du hast ja öfters mal gesagt, hier muss man sich jetzt an die Konvention halten, also man muss jetzt hier diesen die Map zurückgeben, sonst gibt es undefiniertes Verhalten. Jetzt aus Praxiserfahrung, wie sorgt ihr dafür, dass das was passiert, also eingehalten wird? Die eine Option ist halt, du dokumentierst es, und es gibt aber mittlerweile mit, ich weiß nicht, ob es Prism oder Scheme ist, das, ja, natürlich auch nicht. Das ist eine Library, da kann man eben schon so ein bisschen wie so ein JSON-Schema schreiben und sagt, die Map, die ich hier erwarte, die sieht so und so aus, und der prüft das dann halt. Sodass du so eine Art Typsystem, ein etwas stärkeres Typsystem dann noch mit reinpackst. Das soll auch sein, dann. Das nicht, ich weiß es nicht mehr. Das habe ich noch nicht eingesetzt, aber da gibt es halt wieder Leute, die sagen, das ist ganz bäh, weil das ist halt nicht mehr Clojure, und es gibt Leute, die sagen, super, wir machen das nur noch, und es gibt eine ganze Menge dazwischen. Müsst du noch nicht angucken. Gut, wenn es keine Fragen gibt, würde ich sagen, gehen wir mal wieder fest. Alles klar, danke nochmal. Ja, gut, danke.